Hi, vor einiger Zeit habe ich ja bereits eine Schreibtischtour gemacht. Seitdem hat sich aber so ziemlich alles geändert. Daher willkommen zu meiner Schreibtischtour 2021. Bevor es losgeht, der Schreibtisch wurde mir von der Firma FlexiSpot zur Verfügung gestellt. Daher steht irgendwo oben in einer der beiden Ecken auch Werbung. Meine Meinung bleibt natürlich meine eigene, ich wollte es aber nochmal angemerkt haben, aus Transparenzgründen. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützt wollt und was kauft, dann tut es gerne über den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß. Okay, bevor wir zum Rest kommen, möchte ich noch ein paar Worte zum Schreibtisch verlieren. Der Sanodesk EF1 ist nahezu vollständig aus Metall gefertigt und daher auch recht stabil. Er ist innerhalb von weniger als 2 Stunden vollständig aufgebaut und im Lieferumfang liegt auch eine vollständige Bedienungsanleitung bei, die den Aufbau kinderleicht macht. Die mitgelieferte Platte ist von durchaus guter Qualität, aber auch sehr schwer. In diesem Fall ist sie 120 x 60 cm groß, was mir zu klein war, da man aber alle möglichen Schreibtischplatten auf das Gestell schrauben kann, habe ich einfach meine alte Platte zur Hand genommen und sie stattdessen montiert. Das klappt auch gut und beeinträchtigt die Funktion nicht. Ich war zugegebenermaßen etwas kritisch eingestellt, da er mit nur 229 Euro für das Gestell doch sehr preiswert ist. Und ab 100 cm Höhe kann man, wenn man es drauf anlegt, dem Tisch auch ein paar Wackler entlocken. Aber selbst die maximal 123 cm erreicht er, ohne instabil zu werden. Insofern muss man hier also keine Abstriche machen. Es ist lediglich ein Motor verbaut, der aber den Tisch recht fix auf die gewünschte Höhe bringt. Zwischen 73,5 und 123 cm Höhe kann er genutzt werden. Es gibt sogar eine Art Kollisionsschutz, die zwar nur notdürftig ist, aber schlimmere Unglücke verhindern sollte. Das Gestell kann übrigens 70 Kilogramm heben. Allerdings steht die Schreibtischplatte und alles andere, was auf dem Tisch steht, natürlich dazu. Bedient wird er über ein Schaltfeld, welches es in 3 Ausführungen gibt, welche ihr auf der FlexiSpot-Website findet. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ach übrigens, was ihr noch in der Videobeschreibung findet, ist ein Link zu techniknews.net. Das ist ein junger Technikblog, der aber inzwischen schon ein sehr etablierter Blog ist und mit Leuten wie All About Samsung oder so Kontakt hat. Wenn ihr auch Redakteur sein wollt und die neueste Technik testen wollt, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich euch die Bewerbungsseite verlinkt. Weiter geht's mit dem Video. Die mittlere Option, die EF1 genannt wird, hat meiner Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, da das Premium-Modell EZ1 nicht wirklich mehr kann. Das Schaltfeld ist recht gut verarbeitet und mit Hilfe von 4 Memory-Tasten kann man die gewünschte Höheneinstellung ganz einfach einspeichern. Manuell kann man die Höhe auch verändern, die dann über ein Display angezeigt wird. Die Memory-Tasten werden über einen langen Druck belegt und man muss das Schaltfeld auch nicht wecken. Einmal drücken und los geht's. Zum Glück sind die Motoren übrigens nicht so laut, also nicht störend. Aber natürlich hörbar. Ich würde tatsächlich jedem einen höhenverstellbaren Schreibtisch empfehlen, denn man ist einfach kreativer. Man kann einfach während der Arbeit aufstehen und das ist ziemlich angenehm, nicht den ganzen Tag sitzen zu müssen. Allerdings, die Leute, die wirklich nur sehr selten am Schreibtisch sitzen, sollten vielleicht das Geld sparen. Auf dem Schreibtisch ist dann ein 24 Zoll Toshiba-Monitor platziert, der zwar nicht so richtig gute Schwarzwerte hat, allerdings ansonsten durch ein farblich recht akkurates Panel im Alltag gut nutzbar ist. Allerdings ist mir die Auflösung für den Videoschnitt mit 1366x768 schon ganz schön wenig, da hätte schon etwas mehr drin sein können. Deshalb wird wohl irgendwann auch einmal ein Nachfolger ankommen, denn das, naja, ist notdürftig. Um den Ton kümmert sich meine Pioneer Stereo-Anlage, die einen angenehm vollen Klang ausgibt und sich super in meinen Setup einfügt von der Farbe her. Zudem steht dort meistens eine Tasse mit etwas zum Trinken, damit ich keine Kopfschmerzen bekomme. Daneben findet man mein Maono-Mikrofon, angebracht an einem Schwenkarm, damit es nicht dumm auf dem Tisch herumsteht. Mit dem Mikrofon bin ich immer noch sehr zufrieden, kann ich weiterempfehlen. Auf meinem 15 Watt Wireless Charger von Samsung liegen die AirPods Pro. Meine Meinung über sie schwankt zwischen, es sind die besten Kopfhörer und uff, ganz schön unzuverlässig. Trotzdem, auch jetzt, mehrere Monate später, bereue ich den Kauf nicht und würde keine anderen True Wireless Kopfhörer den AirPods Pro vorziehen. Mein PC ist ein Windows 10 Pro PC mit einem Intel i5 2500K, der um 1 GHz übertaktet auf 4,4 GHz läuft. Dazu eine Nvidia GeForce 1030, 16 GB Arbeitsspeicher und 2380 GB Festplatte. Videoschnitt selbst in 4K ist im Alltag absolut kein Problem und das ist es, was ein PC können muss für mich. Das heißt, ich muss jetzt nicht lange auf irgendwelche Sachen warten und solange das der Fall ist, brauche ich keinen besseren Computer. Nur einen Laptop könnte ich gut gebrauchen, denn wenn ich mal unterwegs bin, habe ich keine Möglichkeit, Videos zu schneiden und über meinen Laptop brauchen wir eigentlich nicht reden, da kann ich direkt mit dem Handy schneiden. Eine vollständige Equipment-Tour habe ich als 500 Abonnenten-Special geplant, also ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr das sehen wollt und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald.
Ciao.